Hallo und willkommen zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Ja, ich zeig's euch mal. Wir wollen erstmal hier unten schauen, wo uns die Spuren der Kirche denn so hinführen. Was sich dort unten verbirgt. Ich habe irgendwie keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ich weiß nur, Kirche. Ich war mit meiner Familie einmal in Nevarra, Cassandra. Ihr habt gewiss mehr davon gesehen als ich. Ich war jung und wollte unbedingt eine Nekropole besuchen. Ich war verzweifelt. Sie sind dunkel und voller Untoter und beim Geruch von abgestandenem Weihrauch könnte ich heute noch kotzen. Ah, so viel zu diesem Kindheitstraum. Okay, da ist noch so ein Stein. Was hat das denn mit diesen ganzen Steinen da auf sich? Führen die denn hin? Es kann nicht mehr weit sein. So. Da unten scheint was zu sein. Ich weiß nicht, kann man hier runter? Sieht danach aus. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Sehr seltsam. Was ist denn hier los? Egal, erstmal plündern. Und dann mal hier rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wieder tief in den Berg hinein. Aber hier ist es bestimmt schön kühl. So, gar keine Gegner hier. Ist ja seltsam. Okay, viel zu lesen. Ein Mosaikteil. Noch mehr zu lesen. Okay. Oh Gott, hier ist ja ein Pranger. Wieso ist hier ein Pranger? Kommandantenrüstung der Templer. Wie geil ist das denn? Okay, dann schauen wir mal eben ins Inventar. Wir hätten ja in der letzten Folge auch noch was Schönes bekommen. Das ist schon mal besser. Dann kriegt sie das hier und dann bei der nächsten Gelegenheit kann der, wie heißt er jetzt gleich, Blackwall, die Kommandantenrüstung bekommen. Ich hätte ja auch irgendwie gerne mal eine schicke Rüstung. Aber bis jetzt ist mir das irgendwie vergönnt. Bis auf die, die wir uns hier selbst hergestellt haben. Aber ich will auch mal so wirklich was finden. Dass man dann am Ende so sagen kann, so, boah, yeah, ich habe jetzt was richtig Geiles gefunden und so. Und hier warten schon wieder welche auf uns. Ah, kommt mal her. Weißkrallenräuber. Wer oder was jetzt die Weißkrallen sind, weiß ich gar nicht. Was rollt der denn da über den Berg? Lol. Na, ich will da dran. Oh, unser Inventar ist bald voll. Okay, dann können wir jetzt, denke ich mal, als nächstes dort noch hin. Wir hier gleich ja schon. Na, was heißt in der Nähe? So in der Nähe ist es jetzt auch nicht. Aber wenigstens nicht am anderen Ende der Karte. Ich finde das hier voll cool gemacht, wie diese Streifen in dem Sand sind. So wie das ja in echt auch ist in den Wüsten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt bestimmt irgendeinen Ausdruck für. Wenn es jemand weiß, kann er ja mal in die Kommentare klugscheißen. Was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie
aus wie eine Befestigung. Ist das denn Warkist? Kenn ich nicht. Ach, wir haben gleich zwei von denen am Arsch. Boah, wie halten die viel aus? Ah, geht doch. Okay, von dem brauchen wir auch eine Schuppe. Ich weiß gar nicht, wo kriegen wir denn hier diese Phönixfedern her? Also der eine hat uns ja aufgetragen, dass wir eine Phönixfeder von ihm besorgen, also für ihn besorgen sollen. Jetzt haben die dort irgendwie gar nichts. Okay, dann gehen wir mal direkt hier weiter. Das sind über so Banditenlager. Okay, hier ist ein Riss. Boah, ich will hier durch. Wie kommt man denn da durch? Kommt man hier oben lang? Ah, hier hätte man durchgekonnt. Schön, dass ich das jetzt erst sehe. Okay, die anderen haben sich schon platt gemacht, oder? Ne, da vorne ist noch einer. So. Voll die Riesenkrähe hier. Oder Rabe? Ich weiß es nicht. Irgendein Vieh mit Federn. Wow. Was war das denn jetzt? Wow, die machen aber ganz schön Schaden, du. Okay. Bam. Ah ja, mein Inventar ist voll, ich weiß. So. Ist das hier oben oder was, wo wir das einsammeln müssen? Oh, was ist denn hier für ein Haufen? Oh, na geil. Das war nur die Flasche. Toll. Hey, lass mich mal durch. So. Nur irgendwo hier muss da noch was sein. Okay, dafür müssen wir wieder nach oben. Voll der Leichenberg. Beziehungsweise Skelettberg. Trifft's, glaube ich, eher. Ah, okay. Hier müssen wir hoch. Hoffe ich. Wenn nicht, bin ich sauer. Schwert eines Grauen. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. So. Da ist noch ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Vor allem, wo genau ist das? Hm. Mal schauen, ob wir das noch herausfinden. Ah, das Okularium ist das. So. Hoffentlich müssen wir nicht wieder überall hin, wo wir schon waren. Ah, es war so klar. Es war so klar. So. Dann haben wir die schon alle. Zumindest gefunden.
Aber einsammeln tun wir die jetzt, denke ich, nicht. Können wir erstmal den Riss dort noch machen. Was haben wir denn da? Jagdverhalten. Ach so, da geht's um die Kadaver. Ja gut. Reisen wir mal dorthin. Ich finde dieses Scherbensammeln irgendwie teils ein bisschen nervig. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich find's ein bisschen nervig. Voll, wenn man über dieses Okularium meistens erst stolpert, wenn man schon in dem Gebiet gewesen ist die ganze Zeit. Und dann davon überall nochmal hingehen. Irgendwie stört das ein wenig. Ah, scheiß Inventar. Müssen mal irgendwie gucken mit den Inquisitionsboni, wo uns da mal so einholen können. Dass wir mal ein bisschen mehr Platz in unserem Inventar haben. Also langsam nervt es. So, erste Welle ist weg. Okay, das können wir wieder nicht einsammeln. Oh, noch mehr von denen. Und ein dicker. Und wie halten die jetzt weniger aus? Au. An alle, ne? Jo. So. Dann hätten wir den Riss auch weg. Dort ist noch ein Fragezeichen. Dann gehen wir da mal hin. Scheint ja nicht so weit weg zu sein. Das ist diese Sehenswürdigkeit hier. Was haben wir denn hier in dem Lager? Haben wir hier irgendwas? Nö. Schade. Ach, das ist ein Holzschlagposten. Nee, Sehenswürdigkeit. Okay, ich dachte gerade, das sah gerade irgendwie so aus. Okay, das ist der eine Kadaver. Jo, ich glaube auch. Da vorne liegt, glaube ich, der zweite. Jo, das ist er. Alles klar. Der weitere ist dort vorne. Ich glaube, da waren wir schon mal. Da war ja schon mal so ein Kadaver. Und unten vielleicht. Sieht mir irgendwie ganz danach aus. Oh, was denn jetzt? Oh Leute, kommt, ist nicht so wichtig. Oh, doch hier lang. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dieser Riesenkadaver. Na, so. Der nächste ist dort oben. Okay, dann reisen wir dort mal zum Lager, dann geht das etwas schneller. Okay. Dort in die Richtung. Ich glaube, diese Festung, die da vorne ist, die müssen wir noch einnehmen. Glaube ich. Wo ist denn jetzt der Kadaver hin? Oh, nee. Eine nervige Hyäne, die irgendwie so stöhnt wie ein Mensch. Komisch. Wo ist denn jetzt der Kadaver? Okay, der ist irgendwo dort. Im Busch.
Hat das jetzt bis dort hinten zu dem einen Stromschlag gegeben? Okay. Hä? Ach so. So, da haben wir ihn doch. Ja. Was? Bis auf zwei spezielle Zutaten. Wir sollen, glaube ich, erstmal zu ihm zurück. Okay. Dann machen wir das mal. Jupp. Folgen wir einfach mal so vom Himmel runter. Hui. So, der Herr. Was war das? Oh, Herr Kollege, was kann ich für euch tun? Ich habe in der Gegend verschiedene Hinweise auf Drachen gefunden. Das ist ja wunderbar, mein Freund. Ihr habt die Kadaver nicht zufällig untersucht, oder? Na egal. Ich sehe sie mir später selbst an. Heilige Andraste! Nach allem, was ich sagen kann, zieht der Drache nach Osten und wird als nächstes durch die Wüste streifen. Allerdings wimmelt es im Jagdrevier des Drachen von Schurken. Weißkrallenplünderer. Sie haben das Gebiet, weiß der Erbauer warum, mit Fallen gespickt. Fürchterlich. Erzählt mir von euch. Ich bin Professor an der Universität von Orlais. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein Standardwerk über das Jagdverhalten von Drachen und ihresgleichen zu verfassen. Allein meine Notizen von dieser Reise füllen 20 Schriftrollen. Das ist mehr Wissen über den südlichen Waagest, als je zusammengetragen wurde. Aber ich hoffe, eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute beobachten zu können. Das ist bis dato noch niemandem gelungen. Ah ja. Ihr seid ein Scholar. Was könnt ihr mir über diese Gegend sagen? Die Westgrate sind ein bemerkenswerter Ort, wie ihr zweifellos wisst. Sie sind der Lebensraum vieler überwältigender Kreaturen. Waagests, Drachen, Phönixe. Sie gedeihen, wo kaum etwas überlebt. Das Land wurde durch die zweite Verderbnis vergiftet. Aus jener Zeit stammt auch die Wächterfestung. Vor der Verderbnis herrschte hier das alte Reich. Vielleicht habe ich neulich deshalb einige Teventeraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Eure Kollegen sind verschwunden und in der Gegend wimmelt es von Plünderern. Solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein? Ich weiß nicht, was aus meinen geschätzten Kollegen geworden ist, aber... mich haben die Plünderer bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen schwarzen Gewändern gesehen, aber auch sie scheinen mich zu ignorieren. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. So. Oh, okay. Dann müssen wir jetzt dort die die Fallen entschärfen. Aber im Anbetracht der Zeit würde ich immer sagen, das können wir dann das nächste Mal tun. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.